Aus eurer Erholung wurde sehr schnell ernste Lebensgefahr. Die Leftanarien zu Ehren eines Gottes stehen an, der euch nicht mal interessiert. Der gehörnte Sohn von Raya wird mit Blut und Spielen versöhnt und am Ende ist Sex und Anerkennung die Belohnung. Doch Zulamin geht es vielmehr um die Ehre ihrer Göttin, vor allem nachdem ihre Fergina und Säbeltänzer mit Rauschwaren vergiftet wurden. Mohn im Wein und ein paar Schläge auf der Straße, die dies nach einem gezielten Anschlag aussehen lassen. Nachdem die Kämpfe mit eurer Hilfe gewonnen werden, muss nun also auch noch diese Missetat aufgeklärt werden. Als ihr nach draußen tretet, wallt Staub nach oben, die Sicht wird euch verwehrt, die Strahlen der Sonne blenden. Neben euch donnert eine Person auf einem Pferd voran, streift euch, ob es jemand von euch ist oder ein Gegner, kann man nicht sagen. Die Arena tobt und heult in Blutgier, sie wird mit den Fasarern zu einem lebenden Objekt und ihr könnt das Holz knarzen und brechen hören, als irgendwo über euch eine Tribüne zusammenbricht. Ein Pfeil saust an euch vorbei, es knallt und irgendetwas explodiert. Als ihr aus dem Chaos heraustretet, seht ihr bereits 81 Kämpfer im wilden Gemetzel. Nicht alle aufs zweite Blut, nicht alle im rundergefälligen Zweikampf. Isarun derweil läuft durch die Katakomben, um Jarlans Pferd zu besorgen. Ein Plan, der zu viel Zeit kosten wird, aber du rennst. Wir schreiben den dritten Ingram, 1030 nach Bosbarans Fall. Isarun, du kannst so durch die Katakomben rennen, du kannst auch über dir, hinter dir die Explosion hören und dass die ersten Kämpfe bereits begonnen haben, aber dich dann durch das Gewirr nach draußen kämpfen und das ist nur ein doch relativ kurzer Weg von der Arena, doch er kostet Zeit. Als du kurz vor der Villa stehst, kannst du bemerken, wie es keine Wachen vor der Tür gibt und die Tür selbst leicht offen steht. Ja, Isarun guckt sich erst einmal verdutzt um. Sie ist das nicht gewohnt, dass hier keine Wachen stehen. Bisher waren immer die Ferkinas hier herum. Schimpft dann halblaut vor sich hin, was für ein Sauhaufen das denn ist, dass die alles unbewacht lassen, wahrscheinlich alle in der Arena sind, um zuzugucken. Und dann ja, lugt sie einmal durch das Tor. Sie ist dabei relativ vorsichtig, weil sie nicht weiß, was sie da erwartet und man kann sich in Fasar nie ganz sicher sein. Gib mir doch gerne mal eine Sinnesschärfeprobe. Sicht. Alles klar. Die sieht ganz gut aus. Was dir auffällt ist, ja, die Wachen sind allesamt weg, aber du kannst eine leichte Spur erkennen, eine Spur, die merkwürdig glitzert, die nach oben führt in Richtung der Schlafgemächer. Und du kannst etwas hören, als ob sich dort oben jemand unterhält. Eine Spur, ist das einfach nur so eine, keine Ahnung, Spur aus irgendeinem Staub oder sind das wirklich Fußspuren? Du kannst dich ein bisschen abbeugen und sieht so ein bisschen aus wie Silber, ganz fein. Sehr interessant. Ich werde mal einen Odem sprechen in der Variation. Einen Moment. Möchte ich gern für die Umgebung machen, also plus 7 und ja, dann kann ich den halt aufrechterhalten. Du sprichst dabei auch, ne? Ja, genau. Das heißt, das könnte man halt, wenn man sehr aufmerksam wäre, schon hören. Das silberne Pulver glänzt auch im Odem. Nicht stark, aber es glänzt. Und die Komponente ist leicht dämonisch. Ich ziehe mein Schwert und schleiche mich weiter voran, auf die Stimmen zu. Schleichenprobe. Kannst du der Spur folgen, was nicht sonderlich schwierig sein dürfte. Aber du kennst dich in dem Haus noch nicht gut genug aus, sodass es das ein oder andere Mal ein bisschen dauert. Du bist ja auch nicht sicher, ob sie jetzt das gehört haben. Sowohl dein Odem als auch deine Tritte auf der Treppe. Geknarzt hat da nichts, aber der Teppich hat ein bisschen geraschelt. Dann kannst du sie hören, als du nach oben trittst, wie sie sich da wohl unterhalten. Keine Ahnung, schiebst du das Bett. Hauptsache, sie finden es nicht direkt. Okay, okay. Kommt wohl aus dem Zimmer von Zulamin. Aus
gleich mit der Truhe machen. Schieb sie auch unter das Bett. Das sind zwei Stimmen? Zwei Stimmen. Ich möchte mich weiter auf die Tür von Sudamins Zimmer zuschleichen, die dann aufstoßen und in der nächsten Aktion direkt einen Blitz sprechen. Initiative. Alles klar. Haben wir Boltax, Rafim, Yalan, Initiative. Die Arena, die euch hier einfasst, ist grob. Ja, ihr könnt das nicht ganz bemessen, nachdem ihr aus dem Staub rausgetreten seid. Ihr würdet sagen, 100 Schritt in der Breite. Und ihr könnt das nicht wirklich abschätzen. Gut, wenn alle Initiative ausgewürfelt haben, bei mir die 3, dann ist deine Initiative wo? 18. 10. Und Boltax auf der 14. Dann beginnen wir mit Boltax auf der 14. Du kannst vor dir Leute erkennen, die bereits kämpfen. 9x9 Personen, die hier schon im Staube dabei sind. Schon der ein oder andere, der auch im Blute liegt, und einen großen Pulk, den du vor dir erkennen kannst, wo ja die meisten dann miteinander gegeneinander streiten in verschiedenen chaotischen Pulks. Ja, ich platziere mich erstmal strategisch hinter Rafim. Du positionierst dich strategisch hinter Rafim, kannst dein Token gerne ziehen. Muss gerade mal schauen, sollte eigentlich visible sein, ne? Ja. Dann Abelmir, 18. Hätte ich vorher einen Armatut wirken können, wo wir noch in dem Dunkel des Eingangs standen? Ja, sicherlich. Ich würde den mit 3 Modifikationen würfeln, Zeit lassen, aufrechthalten, zu fester Dauer und Kosten einsparen. Also +3 insgesamt. Ja, würfel einfach mal. Yep. Und was willst du sonst machen? Dann würde ich mich 3 zu Boltax begeben. Zu Boltax hinter Rafim. Dann sind die Gladiatoren an der Reihe und die werden ja gegeneinander kämpfen. Ihr seid gerade aus dem Staub herausgetreten. Ihr könnt sehen, wie ein Streitwagen auf euch zurast. Wohl auch mit diesen tollen Klingen an der Seite, sodass sie euch die Füße aufreißen. Was natürlich verboten ist, aber das scheint hier keinen zu interessieren. Und ja, wer vorne steht, ihr könnt einfach mal eine Ausweichenprobe machen. Sie fahren zumindest an euch vorbei, auf euch zu. Und ein weiterer Bogenschütze, der dabei von dem Streitwagen runterschießen würde. Ich würfel einfach mal 2 Angriffe. Ich habe eine höhere Inni, oder? Ja. Dann würde ich gerne die Liturgie schnell wie eine Eidechse wirken, und zwar aufgestuft auf 3. Auf 3? Wie viele Aktionen kostet das? Eine. Eine Aktion nur? Mhm. Okay, dann würfel die Liturgie. Kannst du vorziehen? Aber das ist zumindest das, was die anderen erstmal sehen. Möchte vorziehen. Ja, kannst du natürlich. Also nicht zwangsweise vorzulämmen. Der kommt auf uns zu, ja? Nicht direkt auf euch zu, sondern an euch vorbei, um euch dann die Knie aufzuschneiden. Okay, mit der Sense. Und okay, weil dann gehe ich einfach weg. Ja, dann müsstest du eine Ausweichenprobe machen. Naja, nein, ich kann ja vorher meine Aktion ansagen und gehe einfach an 8 Meter. Ja, gut, dann geh dann 8 Meter. Also 9 Meter, whatever. Ja. Ist die Karte gereicht oder irgendwie? Nee, oder? Die Karte müsste gereicht sein, warte mal kurz. Das sind, ich glaube, 120 Meter, ja. Okay. Ihr könnt 0,8, ja, whatever. Punkt ist, ich gehe halt von den anderen weg. Wenn er mich jetzt immer noch anfahren möchte, kann er das tun, aber immerhin erwischt er uns nicht alle. Die anderen jetzt auch noch 8 Meter jeder in ihre Richtung gehen, dann sollte er das hinhauen. Genau, die Fläche sind 380 mal 120 Schritt. Müsste also gereicht sein. Dann die Liturgie. Erschwernis hattest du nicht eingetragen, du hast 10 Punkte übrig. Dann können wir mal rechnen, ob das passt oder ob das nicht passt. Mhm. Modifikatoren? Es ist eine Grad 3 Liturgie, also von daher +4. Mhm. Ist das eine Notlage? Nein, ist es nicht. Du hast dich freiwillig dazu entschieden, in diesen Kampf einzutreten. Okay, gut. Aber ich handle in kirchlichem Auftrag. Das ist korrekt, ja. Was gibt mir das? Bis zu -7. Boah, -3. Mhm. Eigensüchtig?
Eigensüchtig ist es nicht, nee, das ist aufgestuft. Gut, dann unter magischem Zwang nein, Eidbrecher nein, gescheitert da. Weiter Boden nein. Ist es ein Feiertag meines Kultes? Leftanarien, ich würde sagen ja. Okay. Ich glaube, damit sollte es gelungen sein. Was sind die Auswirkungen auf wie viele Personen? Fünf? Nein, ich kann nicht auf uns alle aufstufen. Ich kann nur die Wirkungsdauer aufstufen und die erhöhte Wirkung dafür mitnehmen. Ja. Dafür muss ich wissen, wie viele Punkte übrig sind. Das war jetzt eine 6er Erleichterung. Ja. Plus 4, die Erschwernis, also sind 10 übrig. Gut. Dann ist die Wirkung folgende. Ich addiere 10 Punkte zu meinem Ausweichenwert dazu. Meine GS steigt um einen Punkt und meine INI steigt um 2 Punkte. Das ist krass. Gut. Ja, du kannst das in der Zeit wirken, müsstest dann aber ausweichen, weil du sonst nicht mehr reagieren kannst. Trotzdem, die anderen dürfen auch noch entweder vorziehen oder ausweichen. Vorziehen, Boltax, Abelmir dürft schon mal eine Ausweichenprobe würfeln, sonst werden euch die Knie aufgeschnitten. Ich stehe doch hinter Rafim. Wie möchte er da meine Knie aufschneiden? Ah, also euch beide umreitet. Du hast euch beide positioniert, dann müsste Rafim sich noch bewegen, aber ich habe auch noch einen Bogenschützen. Ich möchte auch vor den ziehen und ihn von seinem Ding runterhauen. Gut, Angriff gegen einen Streitwagenfahrer, der nicht selber beritten ist, aber eben auf dem Streitwagen steht. Jalan, kennst du da die Regeln? Streitwagen. Oder Kampf gegen einen Berittenen, so würde ich es einfach mal zählen. Was genau willst du wissen? Rafim ist zu Fuß und kämpft gegen einen berittenen Kämpfer. Ja, dann erschweren es für ihn um 3, Erleichterung für den Kämpfer um 3, wie immer. Gut. Kann ich irgendwo meinen Ausweichenwert hochsetzen oder trage ich mir einfach eine 10er Erleichterung ein? Kannst du auch als Modifier machen, ja. Okay, gut. Ja, plus 3. Dann, machen wir nochmal eine 3er Finte da rein. Und dann hauen wir den Mann. Ja, kannst du den Schaden würfeln. Ich glaube, der Fahrer wird so auf alle Fälle dann von seinem Streitwagen runterkatapultiert. Ich schieß gerade mal mit dem. Ich schieß auf Abelmir. Getroffen hatte ich schon. Kurzbogen sind 1W6 plus 4. Kann ich jetzt noch ausweichen? Ja, darfst du. Denk für einen Kämpfer halt um was? 8? Okay. Unter 10 Meter auf 12. Okay. Dann wohl gar nicht würfeln plus 12. Ja, kannst du unter 20 würfeln, also würfel. Oder eine 1. Ja, der 1 ist sowieso immer drin, aber er kann auch eine 20 würfeln. Nein, dann bekommst du 8 TP in beliebige Zone. Kannst du da selber auswürfeln, wenn man schauen, wie man selber. Okay. Dann kann die gesenkte Wundschwelle. Ja, du bist sowieso eisern. Torso habe ich einen Rüstschutz jetzt von 8. Ja. Torso hast du 8. Ja, also 4 plus 4. Pfeil in deinem Armatrutz. Genau. Also eine Rüstung oberflächlich wahrscheinlich. Gut. Ja, damit fährt der Streitwagenfahrer an euch vorbei, wird von seinem Streitwagen gehoben, die Pferde rumpeln weiter, der Bogenschütze versucht nach den Zügeln zu greifen und Zulamin kann unter dem Ganzen hindurchfahren. Jalan, du bist in die falsche Richtung ausgewichen, denn er ist wohl gerade hier an euch vorbeigefahren und du bist nicht aus dem Weg, sondern nur entlang des Weges geritten. Ausweichenprobe. Ja, okay, ich schiebe dies darauf. Das ist ein Wetter. Mach ich ausweichen. Kampf. Ausweichen. Ich bin gar nicht mal so schlecht. Dies ist allerdings trotzdem nicht gelungen. Ja, dann bekommst auch du 2W6 plus 4. Ja, komm, das geht ja noch. Würfelst du die? Würfel ich. Das sind 8 TP in Richtung der Beine. Okay. Und du wirst so ein bisschen zu Boden geworfen, im Staube der Arena, fährt weiter und rumpelt, hat ein bisschen zum Auslaufen Zeit. Da ist ja nicht wirklich viel los, aber ihr könnt definitiv vor euch erkennen, wie der Kampf weitergeht und auch wohl von der Tribüne bereits der erste Zauber geschossen wird. So, dann Rafim, 20. Du hattest schon gehandelt, geschlagen. Ja. Was willst du noch tun? Bewegt sich sonst noch irgendjemand von denen in meine Richtung oder ignorieren die uns? Gerade nicht, nein. Wie nah sind die denn von mir weg? Wie weit sind misst es aus. Also aktuell sind das wohl 35 Schritt so, ganz grob. Okay, das ist ja ganz schön weit. Ein großer Ansturm, ja. Offenes Feld.
Ja, dann kommt jetzt schwarzes Feld durch. Nee, schwarzes Feld durch rotes Blut. Gut, deine eigene Liturgie kannst du schon mal würfeln. Wir machen derweil weiter mit Jalan. Du bist gelaufen, du bist ausgewichen, dann bist du fertig. Isarun. Du trittst die Tür auf und kannst zwei Personen vor dir erkennen, die die Matratze von Isarun nach oben halten. Ein Zwerg mit einer goldenen Hand und einem silbrigen Bart und eine weitere Person in einen dunklen Umhang gekleidet. Ja, wie angekündigt, möchte ich die beiden Personen blitzen. Magst du mir mal die Magieresistenz sagen? Ja, 12. Okidoki. Wo bin ich? 12 und dann sind zwei Leute, also dann insgesamt 13. Genau. Ich habe zu viele Zauber, ich muss immer scrollen. Aber es ist gelungen. Ja, du merkst, wie du durch die dämonische Haut des Zwerges hindurchschneidest. Bei dem anderen geht das wohl sehr viel galanter hindurch und du ihnen die Sicht raubst. Der eine geht ein bisschen auf die Knie, schreit, greift sich an die Hände und der Zwerg guckt dich finster an aus seinen... Du siehst, dass er wohl ein diamantenes Auge hat. Erste Aktion. Weiter. In der zweiten Aktion möchte ich einen zweimal verkürzten Armatrutz sprechen, sodass ich in dieser einen Aktion damit fertig werde. Mhm, okay. Dann... Ein Vierer. Ein Vierer. Zu Damien. Erste Kampfrunde ist durch, oder? Nee, ich hab noch du eine hast Aktion. Eine Aktion benutzt, um deine Liturgie zu sprechen. Eine Aktion für die Liturgie und dann bin ich ausgewichen. Also genau. Zwei Aktionen durch. Alles klar, montags. Noch eine und ich würde mich orientieren, damit bin ich auf 15 dran. Sehe ich gegenwärtig irgendwen auf uns zukommen? Aktuell nein. Aktuell, du siehst zwar ein paar Pferde, die sich aber auch wohl untereinander behaken. Da kämpfen da wohl auch, Ferkiner sind es nicht wirklich viele. Zwei sind schon im Boden. Du siehst noch zwei weitere Ferkiner, die da gegen acht andere Novadis kämpfen. Aber aktuell habt ihr noch keine Aufmerksamkeit. Also der Pulk, da müsstet ihr euch eine große, weite Schrittzahl in die Mitte der Arena bewegen. Alles gut, wunderbar. Zweite Kampfrunde, erste Aktion bzw. Boltax, du musst handeln. Ja, ich würde tatsächlich dann erstmal einen Odem wirken, den würde ich auch verkürzen und auf Sichtbereich, um zu gucken, ob es eventuell Zauberwirker unter den Kämpfern gibt. Mhm. Die Reichweite vom Odem? 7 Schritt. Naja. ZFE oder sowas? Nee. Das ist doch Sichtbereich. Habe ich doch gesagt. Also, was ich halt sehe. Hat es nicht eine maximale Reichweite? Also entfernungstechnisch? Muss ich ja gucken. Deswegen frage ich. Kann mal schauen. Also Sichtbereich, ja, du kannst dich umdrehen und nicht nur auf ein Objekt fokussieren, aber du kannst ZFW-Schritt. Maximal ZFW-Schritt weiter ja. Gucken. Dann nutzt das nichts. Weil drei, ich maximal. Zwei, ja, dann eins. Lass ich verstreichen. Ich wollte gerade sagen, dann du überlegst, ob du den Odem zauberst, du bist zu weit weg, Abelmir. Genau. Ja. Ich würde mich schützen vor Boltax stellen, also ihn, falls ihn nochmal angreift, beziehungsweise vor Rafim, also ihm beistehen, falls ihn nochmal angreift, probieren diese Aktien abzuwehren, weil er gerade beschäftigt ist, wie ich vermute, mit deinem Gemurmel. Gut. Ja, weiß ich nicht, willst du dich orientieren, wo willst du stehen? Dazwischen Boltax und Rafim, also. Gut. Wirklich mal. Die Gladiatoren sind dran, kämpfen weiter. Der Bogenschütze lässt weiter auslaufen, greift zu den Zügeln. Der kann nicht weiter schießen. Ja, da passiert gerade nicht so viel. Die Zwerge kämpfen auch gegen andere Leute. Ihr könnt sie nicht ganz auseinanderhalten, außer Zulamin. Die ist sich über die Farben im Klaren, die da getragen werden. Alle anderen haben keine Ideen, was das gerade soll. Dann sind die Zwerge dran, beziehungsweise der Zwerg. Der andere greift sich immer noch an die Knie. Der andere Zwerg, der mit dem diamantenen Auge, starrt Isarun weiter an und öffnet seinen Umhang. Du kannst erkennen, wie zwei Ratten aus seiner Manteltasche fallen auf den Boden. Sie sehen rostrot aus. Also keine normalen Ratten. Sieht nicht so aus. Nee, du hast noch nicht gegen diese Dämonen gekämpft. Sie sind auch ein bisschen größer als normale Ratten, aber irgendwie dämonisches Machwerk. Lampe klatschen auf den Boden, würden nächste Aktion dann angreifen als... Ich gebe sie schon mal frei.
19. Das war zumindest die Aktion des Zwerges, der holt seine Ratten raus. Ravim, 20. Eine Frage. Ich habe ja 3 Aktionen, wenn ich meine Bohrensichel ausgerüstet habe. Ist das richtig? Du hast deine Bohrensichel ausgerüstet, dann hast du 3 Aktionen. Okay. Zählt das auch für meine Liturgien oder nicht? Nein, nur für Kampfaktionen. Okay, ja, dann brauche ich noch. Gut. Ja. Jetzt. Ich orientiere mich erstmal an der Aktion, ne? Ja. Das ist das Beste. Nee, summe ich gleich auf. Und dann, wenn ich mich orientiere, habe ich sicherlich einen Überblick. Wie ist die Lage? Gibt es andere größere Gruppierungen? Und wo ist dieser Pariusgeweihte, den ich gesehen habe? Der Pariusgeweihte steht mit seinen anderen Leuten, ja, Sonnenlegionäre sind es nicht wirklich, aber sie nennen sich so, mit den anderen irgendwo in, ja, nicht wirklich in den Tulamiden, in einer anderen Gruppe, die wohl zu 9 sehr stark kämpfen und sich da gegenseitig behaken. Das Feld ist natürlich sehr weitläufig und wenn du dich orientiert hast, du kannst deine Initiative anheben, du bist auch noch in Sprintreichweite des Streitwagens, der da gerade ausrollt. Da ist zwar noch ein Bogenschütze drauf, aber wäre eine Möglichkeit. Kann ich ja drauf springen? Wäre noch möglich. Dann möchte ich dies tun. Dann möchte ich dies tun. Setz zum Sprint an Iserun, 22. Ich möchte gern ein Guardianum in 2 verschiedenen Varianten sprechen. Einmal gegen Dämonen und dann der persönliche Schild. Das ist eine plus 8. Ich glaube, ich würde den auch noch gerne in einer Aktion sprechen. Das heißt, noch eine Spurmod hinzu und plus 11 ist das dann. Oha. So. Das ist gelungen. Das ist gelungen. Dann hast du wie viele Schildpunkte gegen Dämonen? 8 mal 7? Kann das sein? Lass mich mal kurz nachgucken. ASP plus dreifacher ZFP, glaube ich. Doppelte ZFP-Stern. Bei dem persönlichen Schild nicht dreifach? Oh, du hast natürlich recht. Dreimal ZFP-Stern. Plus die eingesetzten ASB eben. Also das sind dann die 3, glaube ich. 8 mal 3. 33, 36. Nee, warte mal, das hier Schwernis. Du hast noch 6 Fertigkeits... Nee, 8 Fertigkeitspunkte übrig. 8 mal 3 sind 24. Oh ja, stimmt. Wie komme ich denn auf die 11 ZFP? Ach, weil ich es vorhin übrig hatte. Gut, dann hast du den gezaubert in einer Aktion, ne? Das ist korrekt. Das heißt, ich habe jetzt einen einen persönlichen Dämonenschild verkürzt. Genau. Ja, ja, das ist richtig. Hatte der Zwerg irgendwas schon gesagt oder sieht man irgendwelche Waffen an ihm? Nee, du kannst nur sein goldenes, seine goldene Faust erkennen. Er erinnert dich ein bisschen an Yalan, auch wenn er sehr viel dämonischer aussieht mit seinem silbrigen Bart. Und das sind definitiv Paktmale, die du da unweigerlich erkennen kannst. Die Silberspur führt auch zu ihm. 3. Tina des blutbefleckten Goldes, ergib dich. Nein. Dann Iserun 22, Yalan. Du hattest schon vorgezogen, du bist gesprintet zum Wagen zu Lamin. Ich orientiere mich und meine Ini steigt nochmal um 8 Punkte und ansonsten warte ich auf Rafim. Rafim ist schon durch, der liturgiert. Ja. Dann lässt du verfallen. Dann kannst du deine Ini um 8 Punkte anheben, weil du die 2W6 würfelst und nicht nur 1W6, dann bist du bei maximal plus 12. Nächste Kampfrunde, Boltax 15. Ja, ich lasse wieder verfallen, weil momentan hier niemand auf uns zukommt, oder? Oh, weißt du nicht genau. Du weißt nicht, ob jemand auf dich zukommt. Pferde siehst du nicht. Ja, wie gesagt, ich hatte mich doch orientiert. Ja. Also, Sinneschärfe. Sinneschärfe-Sicht. Nee, es ist dann, also nicht noch eine Orientierungsprobe, eher eine Sinneschärfe. Hinter Raffins Rockzipfeln sieht man halt schlecht. Ja. Ach, aber Sinneschärfe kann ich doch halbwegs gut. Aber du erkennst tatsächlich, wie in der Arena, also nicht in der Arena, sondern in dem Zuschauerpulk, da hat sich du kannst eine Person erkennen, die ein bisschen exkludiert steht, weil die anderen Zuschauer von ihr weggewichen sind. Okay, auf welcher Seite von der Arena ist es? Also die? Direkt hinter euch, beziehungsweise direkt also hinter Abelmir. Ja, so. Alles klar. Ja, dann 3. Würde ich mal meinen Stabzauber Dunkelheit benutzen und hinter uns, etwa hierher, schön in seine Sichtlinie, eine Dunkelheit setzen.
Wie hoch reicht die? Wie groß ist das Feld? Das ist natürlich wichtig. Zielobjekt, Reichweite, Wirkungsdauer, Wirkung, ZFT plus 2. Zielobjekt, Zone, Reichweite, Wirkungsdauer. Genau, die Zone. Ich will wissen, wie groß die Zone ist. Achso, Zone hängt von... Ich hab's lange nicht mehr gezaubert. Fernkampfproben in die Zone herein oder aus der Zone durch Dunkelheit. ZFP Stern durch 2 plus 7 Punkte erschwert. Und die Umgebung. Aber mal. Jo, die löse ich ohne Probleme raus. Und dein ZFW ist ZFW halbe Schrittradius. Warte. ZFW halbe, genau. Und nicht ZFW. W halbe. Genau, ZFW halbe Schrittradius. Ist der Reichweite? Und Fernkampfproben in die Zone sind um ZFP Stern durch 2 plus 7 Punkte erschwert. Gut. Könnte aber sein, dass er über die Zone hinüber gucken kann. Deswegen fragte ich nach der Größe der Zone. Ja. Okay, und wie hoch ist dein ZFW? Achso, der eigentliche ZFW. Ich möchte wissen, wie hoch dein ZFW in der Dunkelheit ist. 7, habe ich das 7 gesagt. Okay, ja. 7 halbe sind... Habe ich gerade gesagt, du kannst ihn besser als 7? Sind 4. Ja. Das heißt, du hast eine 4 Schritt große Kugel, die 4 Schritt von euch entfernt nach oben wallt. Oh nein, warte, Stoff, wir machen das gerade verstärker. Du hast ihn besser als 7, ja? Ja, ich habe ihn 10. Dann sag doch 10, wenn er nach deinem ZFW fragt. Ach so. Ah, Mann, ich bin... Okay, er ist 5 Schritt weit entfernt. Wir alle einmal durch. Er ist 5 Schritt weit entfernt und 5 Schritt groß. Richtig? Ja. Gut, das heißt, du bist in der Dunkelheit. Ob das bei Rafim auch noch der Fall ist, weiß ich nicht, weil Rafim ist ein sehr großer Gegner. Oder ein großer Gegner. Damit hast du deine Sachen ausgelöst, Abelmir. Ja, ich würde mit meiner linken Hand meine Balestrina ziehen. Und abwarten. Ja. Abwarten, okay. Dann sind ich möchte vorziehen, bevor jetzt der Wagen noch rüberrollt. Genau. Gut, tu das. Okay, wie gesagt, ich sprinte auf ihn zu, ich springe da hinten drauf. Ist das eine Athletikprobe? Kann ich das mit einem Sturmangriff kombinieren? Sag mir was. Gib mir mal einen Sturmangriff und eine Athletprobe. Finde ich gut. Ich mache erst die Probe, sonst können wir uns das sparen. Das sieht gut aus. Ja, 4 Punkte reichen. Also dann der Sturmangriff erschwert um 4. Ich gebe mir nochmal die plus 3 für berittener Gegner. Technisch gesehen ist das jetzt. Minus 3 für in den Rücken. Nee, minus 5 für in den Rücken. Ja, komm, okay, dann, dann legen wir noch eine 4er-Ansage mit rein. Und nix kommt nix. Erst die 20, komm. Oh, Glück gehabt! Okay. Ich springe ihm mit dem Schwert voran, in den Rücken vermutlich. Ich weiß nicht. Vermutlich ist das eher so ein Gerang. Also ich springe da irgendwie drauf und drücke ihn dann mit dem Schwert, versuche ihn von dem Wagen zu drücken. Lass mir mal den Schaden. Welche Rechnung? Das sind 4 plus 4 plus 4 sind plus 12. Und ja, er wird dann, glaube ich, irgendwie unter seine eigenen Räder kommen oder so. Ja, beschreib die Szene, kannst du gerne machen. Ja, Jana springt da von hinten drauf, greift irgendwie mit der einen Hand noch in die Zügel ran, der Wagen kommt ordentlich ins Schlingern. Die beiden ringen kurz miteinander und dann wird der Schütze vorn übergeworfen. Einmal überfahren und was genau dann aus ihm wird, bleibt vom Staub der Arena verborgen. Gut, die anderen Gladiatoren kämpfen weiterhin gegeneinander. Du hattest vorgezogen vor ihnen, er kann also nichts mehr machen. Dann sind die Kidma Kabul dran, die haben eine Initiative von 19 und greifen Isarun an. Das ist eine persönliche Barriere, das heißt, sie können genau an dich heran und verbeißen sich jetzt in dir bzw. in deinem persönlichen Schild.